das hier fest? Nee. Da ist noch eine Kiste, die muss ich auch noch holen. Von da hinten anscheinend. Ich glaube, da komme ich so nicht hin. Nur von da draußen. Aber da draußen komme ich noch gar nicht hin. Weil ich hier nicht rüberspringen kann. Hey. Will ich da hinkommen? Wie soll ich denn da hinkommen? Komm hier auch nicht hoch. Weil hier nicht diese Wand markiert ist. Das kam jetzt unverhofft. Da war auch noch was. Kommen die ganzen Kisten her? Habe ich die letztes Mal nicht gesehen? Ich bin doch schon mal angelaufen, oder nicht? Verschlissener Stachelstreitkolben. Okay, jetzt wimmelt sie anscheinend nur so vor diesen Mongos. Ich will an diese Kiste daran, aber ich komme noch nicht hoch. Muss irgendwo von außen ran, aber komme ich auch nicht. So, dann lass mich mal ganz kurz ins Inventarski gucken. Das Ding ist viel besser als die stumpfe Kriegsaxt. 135-20. Ja, Alter. Da muss ich die leider ausrüsten. Das schattige Claymore kann ich nicht tragen. Das ist ganz toll. Und das ist ein bisschen besser, aber nicht viel besser, wenn ich das so richtig sehe. Wenn, dann ist das hier besser. Hm, okay. So, wir haben eine Mütze auch noch. Ein eleganter Dreispitz. Na, endlich mal was Besseres. Gut, dass ich mir gerade den Entdeckerhut gekauft habe, ne? Das ist natürlich auch immer gut. So, der Blau-Silber-Offizier war es. Bis... nicht so gut. Obwohl er blau ist. Ach nee, das Ding ist auch blau. Ha. Okay. Magie und Schlossknackenfilter. Und die Marquis-Stiefel, die sind... ja, puh. Viel weniger Rüstung, nicht so geil. Dann gucke ich mal bei ihm. Er hat das Ding. Die Marquis-Stiefel. Nee. Die Goldschmiedhandschuhe, die kriegt er nicht. Die brauche ich selber. Und den kann ich tragen, weil er keine Ausdauer hat. Großartig. Ihm fehlt Ausdauer. Mütze. Den Deckerhut. Chance auf Beute. Und die beide. Bei dem fehlt dann Magieresistenz. Plus 2, plus 1, naja. Ja. Lass mal drauf. Okay, und sie rüste ich erstmal nicht aus. Und dann speichern wir einmal zwischendurch. Muss ich mir erst an meine Dose vorbeigucken, weil sonst sehe ich nicht, ob der wirklich speichert.
Ja, alles voll mit diesem Gelumpe, ne? Jetzt die Schenke. Kann ich mir auch schenken. Halt. Kiste. Konfisziert. War nicht gedacht, dass wir da nicht rankommen oder nicht rüberbalancieren konnten, aber okay, dann halt von der anderen Seite, ne? Wen pöbelt er denn an? Hast du was gegen das Gebäude? Was los mit dir? Anscheinend hat er ein Problem mit dem Gebäude hier oder mit dem Zaun. Komischer Typ. So, Manfred. Hallo, Your Excellency. Dann sag mal an. I conducted my investigation on the extortion organized by members of the guard. I think I've put an end to it, at least temporarily. Unfortunately, I had to kill some of them as they were about to attack a merchant. But there are still some other soldiers involved that I should tell you about. Thank you, Your Excellency. I will have these men arrested immediately. These foolish brutes not only harm your merchants, but the entire reputation of the guard. But you said you've only put an end to it temporarily. What makes you think this criminality might resume? Their leader is still on the loose. Schläft er? They call him Egon, although I doubt it's his real name. I got hold of one of his lieutenants. He was carrying a silver coin, which seems to be a symbol of recognition between the gang members. But the man preferred to die rather than tell us anything about his leader. Loyalty or terror? Terror, I fear. From the merchants to the guards, everyone seems to tremble in front of this Egon. I don't know any guard of that name, but as you said, it's probably a pseudonym. Here, Your Excellency, take this. On behalf of the guard, to thank you for settling this case. And rest assured that I will conduct a thorough investigation on my side. I'll also make sure that in future the city guard is made up only of men of trust. Thank you. I will return to see how your investigation is going. I don't take this matter lightly. Is there anything else? Schönes Gebiss. Nee, mehr ist doch nicht. Außer ein Levelaufstieg, da freue ich mich drüber. Thank you. Ein Fähigkeiten- und ein Attributepunkt. Fabulös. Ist das so eine Longtime-Quest zufällig? So, Fähigkeiten. Was ist denn das hier? Rolle? Schattenexplosion, ja gut. Wut. Ein Wutschrei in der Angriffs- und Kombogeschwindigkeit stark erhöht. Zweihandklingenwaffen. Ermöglicht die Verwendung von Zweihandklingenwaffen. Ah, okay. Also. Momentan haben wir Einhandklingenwaffen. Wir müssen also zu den Zweihandklingenwaffen. Tritt beschädigt Rüstung leicht, ja, weil ich Tritt auch so oft verwende, ne? Was machen wir denn jetzt? Machen wir Fallen? Ne, für Fallen brauche ich immer noch 2 Punkte. Das hier wäre auch sinnvoll, ne? Angriffskosten, Zorn. Kostet mich Zorn. Bombe. Oh, als nächstes kommt hier Tritt dann. Verheerender Tritt. Tritt benutze ich nie. Warum sollte ich das skillen? Ich muss es aber skillen, weil sonst komme ich da so nicht hin. Verheerende Wirkung. Schwere Einhandwaffen bewirken im Angriff einen höheren Gleichgewichtsverlust. Mächtiger Angriff verursacht mehr Schaden an Rüstung. Kettenangriff, fester Griff, schwerer Angriff verursacht noch mehr Schaden. Können einfach schneller hintereinander angegriffen werden. Stasis macht Rüstungsschaden, weniger Mana-Verbrauch und mehr Schaden. Mhm.
benutze ja kaum schwere Einhandwaffen, ne? Wollte ich vielleicht mal machen. Ich bin mehr so der flinke Typ bis jetzt, ne? Kettenangriffe. Vielleicht mache ich jetzt mal die Pistole oder... Dass wir da mal ein bisschen mehr Damage. Weil Tritt benutze ich nie. Tritt nimmt mehr Gleichgewicht. Ich benutze Tritt nicht. Ich weiß nicht mal, wie Tritt geht. Also, warum soll ich Tritt benutzen? Tritt beschädigt Rüstung leicht. Betäubung plus 100. Ich komme irgendwie nie dazu, Tritt zu benutzen, weil ich, wie gesagt, die Kämpfe sind so ein Durcheinander. Verwendung von Zweihandklingenwaffen, mähender Angriff, trifft innerhalb eines kleinen Bereichs. Steuerung links, destabilisierender Angriff, Tritt. Also wenn ich hier auf Steuerung, dann habe ich Tritt und Ausweichen auf Dingens. Wütender Angriff. Aber dann kann ich ja mit den Einhandklingenwaffen. Gar nicht mehr Schaden machen, ne? Angriffe mit zwei Handklingenwaffen verursachen mehr Schaden, plus 10%. Wirkungsbereich ist vergrößert. Größere Kombogeschwindigkeit. Gleichgewicht. Ist verstärkt. Dann würde ich jetzt erstmal. Stasis setze ich auch so wenig ein. Bringt, glaube ich, eher was bei Monstern. Dann nehme ich mal Schusswaffen jetzt erstmal. Mehr Damage. Und einen Point. Den nächsten gibt es dann bei Level 10. Hier bräuchte ich dann Genauigkeit auf jeden Fall. Oder Beweglichkeit, aber ich brauche Beweglichkeit 2. Stärke. Verstärkt alle Nahkampfangriffe. Attribut möglich, um die schwersten Rüstungen zu tragen. Also ich brauche auch. Ich brauche Rüstung. Ich brauche eigentlich alles, ne? Mentale Kraft eher nicht so. Willenskraft brauche ich auf alle Fälle. Genauigkeit brauche ich. Beweglichkeit. Für Einhandschwerter und Zweihänder. Stärke für Schlagwaffen. Ich habe gar keine Schlagwaffen. Schwersten Rüstung. Ja, was nehme ich denn als nächstes? Also ich habe keine Ahnung. Habe ich irgendwas, wofür ich irgendwas brauche? Hier brauche ich Beweglichkeit für. Das ist eine schwere Einhandwaffe. Hier brauche ich Zweihandklingenwaffen. 189, 224. Also ich bräuchte auf alle Fälle Beweglichkeit. 2. Und ansonsten... Hier ist nichts dabei. Ausdauer brauche ich für Rüstung. Zweihandklingenwaffen. Und Beweglichkeit. Zweihandklingenwaffen und Beweglichkeit. Zweihandklingenwaffen ist eher. Und Beweglichkeit brauche ich im Moment. Dann mache ich erstmal auf Beweglichkeit, um die Schwerter tragen zu können. Talent gibt es dann bei Level 9. Erhöht gering für die Anzahl an Zutaten und Objekten, die durch Sammeln und Plündern erhalten werden. Schaltet kontextbezogene Dialogoptionen frei. Intuition brauche ich. Oh, ich brauche das alles. Ich brauche einfach alles.
Ich kann das nicht ändern. Ich brauche alles. So, was haben wir jetzt auf dem Tacho? Mach mal Map. Map.de, hier Questlog, Nebenquest. Okay, Mission haben wir gar keine. Hier, jetzt müssen wir uns mit Konstantinos treffen. Und wir haben... Vorher müssen wir einmal zu uns nach Hause. Was? Tauchen die einfach so auf. Krasse Typen. Gut, das mit dem Erpressen wird sicherlich nur weitergehen. Da werden wir sicherlich später nochmal drauf stoßen. Machte zumindest den Eindruck. Von mir aus können gerne alle herkommen, die ein paar auf die Fresse haben wollen, ne? Gerne, gerne. Teile da gerne aus. So, wir müssen einmal nach Hause. Da lag nämlich irgendein Geschenk für uns. Wollen wir natürlich gleich mal gucken, was denn das ist. Ach, du dicke Scheiße. Hammer des vergessenen Gottes. Ist das Mjölnir? Boah, das Ding ist aber richtig aggro, wa? Brauche ich aber Stärke 2 für. Na toll. Oh, ist das traurig. Ist das traurig. Ist aber nur ein bisschen besser. Oh, fuck, ey. Da brauche ich Stärke 2 für. Na, ich krieg Plug, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ich pack den erstmal rein. Da brauche ich Stärke. Wann kriege ich den nächsten bei 10? Boah, damit ich das nicht vergesse, ne? Wie sieht das jetzt aus gewichtstechnisch? 163 von 200. Dann lass uns doch mal ein bisschen was zerlegen. Dafür muss ich aber erst wieder meine blöden Handschuhe anziehen. Huch. Die können wir verwerten. Leder, Roheisen, veredeltes, jo. 156. Den Stachelhammer können wir auch wieder verwerten. Bringt sogar richtig was, oder? Das schattige Claymore. Das wäre was für... ihn hier eigentlich, ne? Besser? Nee, das ist auch noch schlechter. Also er könnte das tragen, bringt ihm aber nichts. Das ist ja dämlich. Kurze Frage. Hat einer von denen, hat doch Handwerk, oder? Weil wenn ich jetzt meine Handschuhe wieder anziehe. Hier mach ich mal eh. Ach, wiederverwerten kann ich trotzdem, oder was? Ich jetzt hier sage verbessern. Und dann so mache. Dann kann ich hier nichts verbessern. Weil ich hier kein Handwerk habe, ne? Er hat Schlossknacken. Hat er nicht Handwerk? Anscheinend nicht. Nee, verstehe ich manchmal nicht. Warte mal. Kann ich das irgendwo sehen? Zufällig. Nee, das wäre nur ein Freundschaftsbonus.